Servus Leute, Arena und der Vibe steht vor der Tür und meine Einschätzung zu den Gerüchten, Hinweisen und wie man das alles deuten kann, beziehungsweise wann ich Arena und den Vibe erwarte, alles in diesem kurzen Video. Viel Spaß! Angekündigt war Arena für Anfang Dezember und der Vibe für Ende Dezember und wie zu erwarten heißt Anfang Dezember eher Mitte Dezember, aber es gibt inzwischen ja ein paar ordentliche Hinweise, wann das Ganze zu erwarten ist und der 14.12. ist so das Datum, bei dem es mit Arena losgeht und es wurde ja gesagt, es wird in Wellen invited und da kommen wir gleich noch dazu. Und warum der 14.12., da ist die Dreamhack mit dem ersten ja, 100.000 Dollar Preisgeld-Tournament von Arena. Da spielen ja professionelle Spieler, haben sie gesagt. Wer da genau spielt, ist immer noch nicht ganz klar. Also ich weiß, dass Virtus Pro ein Team da hinschickt, aber wer der Rest ist, keine Ahnung. Ich bin es leider nicht. Und ja, die Dreamhack in Hannover beginnt am 14.12. Geht, glaube ich, bis zum 17. Und da gibt es ein Turnier und es würde sich einfach als Release ja, da anbieten, also die ersten Wellen. Und um sicher zu gehen, dass ihr dann auch früher oder später in Arena reinkommt, braucht ihr die EOD-Version. Ihr seht es hier schon im Hintergrund, die Website arena.tarkov.com. Da solltet ihr euch einloggen, am besten einfach hier oben Login. Das müsst ihr machen und es geht, wenn ihr halt Arena vorbestellt habt oder halt EOD habt, dann geht ihr mal auf euer Profil und da steht das Login-Datum. Ich habe das auch erst am 14. November gemacht. Nikita hat beim Podcast gesagt, dass dieses Login-Datum möglicherweise zählt, wie schnell man eingeladen wird oder ob das Kaufdatum zählt, wann man Tarkov gekauft hat bzw. EOD. Ist nicht ganz klar, aber um sicher zu gehen, loggt euch auf jeden Fall auf der Seite ein. Und ja, warum der 14.? Hier in diesem Moment, da haben wir es größer, in diesem Zeitungsartikel, der ja das derzeitige Event weiterführt zur Afterparty-Quest, dass alle Bosse zu 100% spawnen und auf ihren jeweiligen Webs sind. Da hier in dem Zeitungsartikel steht hier oben 14. Dezember, das heißt, ja, 14. Dezember ist ein Datum, da wird was passieren. Wahrscheinlich Arena, es würde Sinn machen. Und zum Vibe. Vibe gibt es auch einen Hinweis, und zwar gibt es hier dieses Video. Ich lasse mal kurz laufen. Auf Russisch, wir spulen mal rein und dann hier die Übersetzung. Das Letzte ist interessant. Learn to see what others can only hear. Und da haben die Sons of Zoom bzw. Nice Guy und seine Community da ein bisschen ja, geforscht und rumprobiert und die haben rausgefunden, in dieser Audiospur hier von diesem Video ist ein Code versteckt, den haben sie ja, entschlüsselt und da kommt dann ein Binärcode raus und dieser Binärcode sagt 26.12. Das heißt, 26.12. kann das Vibe-Datum sein und dann gehen die Pre-Vibe-Events los oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden Fall wird da was passieren. Meine Meinung ist, Arena am 14.12. die ersten Wellen und am 26.12. dann der Vibe. Aber Arena wird erstmal das Interessante sein und wie das genau ist mit den Invites. Ne? Also hofft nicht drauf, dass ihr direkt am 14.12. spielen könnt, sondern wie das mit den Wellen genau ist. Sie wollen in Wellen inviten, um die Server zu schonen. Wie schnell das genau vonstatten geht, weiß man nicht. Und ich bin mir nicht mal bei mir sicher, ob ich spielen kann oder so. Aber 14.12. werden wahrscheinlich die ersten eingeladen. Da gehe ich ziemlich sicher drauf von aus. Beziehungsweise, wenn ich drauf wetten müsste, würde ich auf den 14.12. tippen. Und beim Vibe 26.12. klingt auch sehr realistisch. Und ja, warten wir es ab, ob es wirklich so kommt. Ich hoffe, dass es so kommt. Es würde vom Timing her sehr gut passen. Und ich freue mich riesig auf Arena und auf den Vibe dann hinterher auch. Da kommt natürlich auch einiges mehr. Aber das dann in einem späteren Video. Und denkt an, Leute, ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link findet ihr unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis denn.